Konrad zum Gruße, Leute. Es geht weiter mit Memoria und ich habe jetzt einen Pillerhahn. Ich weiß jetzt, wie es weitergeht. Und zwar, natürlich hat es was mit dem Schwebekristall zu tun. Und so, wenn ich das jetzt hier drücke, sagt sie... Kasims Arme haben einen Moment lang auf den Kristall reagiert, doch er ist so schnell nach oben verschwunden. Also ist das schon richtig? Es war nur zu schnell. Jetzt muss ich leider nochmal, das habe ich jetzt nur zur Demonstration quasi gemacht, jetzt muss ich den hier wieder erstmal aktivieren, damit ich überhaupt wieder nach oben auf die Brücke kann. Der Turm ist nun wieder oben. Dankeschön, Stab. Wäre ich niemals selber drauf gekommen. So. Und jetzt machst du den nochmal wieder aus, damit er wieder runter geht. Tada. So, jetzt gehen wir wieder rein und lassen den, machen den wieder aus, damit wir auch unten ankommen. Der Turm ist nun wieder unten. Und gehen zur Brücke und überlegen uns, was wir machen können, damit der Schwebekristall nicht so weit, so schnell nach oben geht, damit diese Tentakeln auch auf den reagieren. Wenn ich auf den Kristall einschlage, löst er sich vielleicht. Aber genauso gut könnte er auch zerbrechen. Mit dem Schwert geht also nicht, mit dem Dolch. Und von daher habe ich den Gürtel genommen und das funktioniert. Lass uns sehen, was geschieht, wenn ich den Kristall hier festbinde. So, und weiter habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich gehe mal davon aus, dass die jetzt darauf eher reagieren. Der Gürtel hat den Kristall vom Podest gerissen. Er fliegt nun nicht mehr nach oben. Ah! Das wäre geschafft. So, damit können wir jetzt auch auf die andere Seite gehen. Und ich glaube, ich habe doch jetzt alles deaktiviert, oder? Ich glaube schon. Ich weiß nämlich gerade nicht, welche ich jetzt noch nicht deaktiviert haben soll. Den hier in der Mitte muss ich nochmal... Moment, bin ich jetzt doof und hab den doch vergessen? Jetzt ist ja egal, von welcher Seite man geht. Moment mal. Ist der denn noch an? Nee, der ist jetzt auch aus. Der Hauptkristall ist aus, der ist aus. Check nochmal hier die Lage. Der ist auch aus. Das war Turm 1. Das ist Turm 2. Turm 2 ist auch aus. Was ist mit Turm 3? Turm 3 müsste doch auch aus sein. Nee, hier haben wir dann den letzten. Den machen wir aus. Dann haben wir endlich alle Schwebekristalle aus. Der Turm ist nun wieder unten. So. Jetzt gehen wir durchs Fenster und schauen mal, was wir gemacht haben. Jetzt müsste sein... Ich komme ihm besser nicht so nahe. Irgendwas habe ich aber vergessen. Der Hauptkristall ist ja noch an. Und natürlich irritiert mich das Leuchten hier oben, aber da wird wohl keins sein. Und das Leuchten irritiert mich auch. Der ist aber aus. Haben wir eigentlich gerade gecheckt, der müsste aus sein. Aber sonst haben wir doch alle ausgemacht, oder? Ich denke schon. Der Schutzschild ist nun klein genug. Schneidet ihn los, Prinzessin. Mit Vergnügen. Wie denn? Wie komme ich denn da ran? Geht sie da von alleine hier nach vorne? Ach, sie macht das von hier. Sehr gut. Damit endet dein kleines Schauspiel. Garn! Ich schätze, nach all den Jahren hast du es endlich geschafft. Du hast mich besiegt. Glaubst du wirklich, dass ich die letzten 15 Jahre an nichts anderes denken konnte, als daran, wie ich dich besiegen kann? Du bist eingebildeter, als ich dachte. Ich dachte, du wolltest mich überflügeln. Ich bin nicht wegen dir hier. Ich bin hier, um für meine großen Taten in die Geschichte einzugehen. Welche großen Taten? Versuche es gar nicht erst. Wie du willst. Wenn Worte dich nicht verletzen können,
Dann eben so. Ich dachte, ich lass dich gewinnen. Aber wenn das für dich keine Rolle spielt, kann ich dich genauso gut zerstören. So, wir müssen uns wehren. Oh Gott, wehr dich. Beedle. Strample nur so viel du willst. Oder eher so viel du noch kannst. Das geht schon mal nicht. Kann der Stab uns helfen? Du kannst dich... Sie kann sich nicht bewegen. Du kannst dich... Dann habe ich was Kleines ausprobiert. Kann sie ihm was hinschütten? Du kannst... Kann sich nicht bewegen. Dann kann sie ja ihm nur vielleicht eine Vision schicken. Strampeln oder eher... Versteinern? Gib auf! Deine Zauber sind wirkungslos gegen mich. Oh, was denn dann? Was soll das werden? Glaubst du wirklich, deine kümmerliche Magie kann mir etwas anhaben? Du kannst... Was mache ich denn dann? Sie kann nicht zaubern, sie kann nichts in die Hand nehmen, das Zepter vielleicht? Du kannst dich... Ich habe keine Ahnung. Du kannst... Du wolltest doch auf Augenhöhe sein. Dann steh auf und sieh mich an. Ja, winde dich nur. Ich bin nun in deinem Geist und zerreiße alles, was ich finden kann. Gleich wird von deinem kümmerlichen Wesen nichts mehr übrig sein. Oh Gott, das wollen wir ja nicht. Fragt sich nur, was kann ich tun, weil keiner der Zauber hat bisher gewirkt. Die Sachen hier auch nicht. Scheiße. Strampeln oder Vielleicht kann ich den Hauptkristall da oben deaktivieren. Du hast gewonnen. Du hast mich besiegt. Du hast den größten Tempel zerstört, den die Welt je gesehen hat. Tod regnet nun herab auf deine Truppen. Niemand wird überleben, um von deiner schrecklichen Tat zu berichten. Nichts, was du getan hast, wird bald noch etwas gelten. Du bist bestimmt stolz auf dich, denn du hast gewonnen. Du hast mich besiegt. Nur wird sich niemand jemals daran erinnern. Ja, wir sind zurück und Satya steht auf und sie lebt noch, aber viele um sie herum nicht mehr. Viele Leichen sind um sie herum, sogar Tiere auch. Ja, aber immerhin, wir haben ihn tatsächlich besiegt und die Festung ist zerstört. Es ist das, was sie wollte? Der Schild muss weg. Okay, das schafft sie so nicht. Der Schild muss weg. Liegt hier irgendwas, was ich nehmen kann, damit ich so das hochhebeln kann oder so? Okay. Hier irgendwas... Ach, unser Stab, oh Gott. Da ist er ja. Er ist hier. Hilfe! Ja, aber ich glaube, das Stab allein bringt mir nicht viel, oder? Doch, ich weiß es nicht. Probier's mal aus. Vielleicht kann ich mit dem Stab das Ding hochhebeln.
Ich bin verwundet. Bitte, helft mir. Verband. Davon hatten wir noch etwas. Der Verband ist alles, was ich habe. Und wir haben etwas Alkohol zum Desinfizieren vielleicht. Meine Hand. Und dann, plötzlich, wurde alles ganz still. Es war, als hätte Satinav sich einen Scherz erlaubt und die Zeit einfach angehalten. Ein schier endloser Moment, in dem sich Satya und der Adept einfach nur anstarrten. Er verstand nicht, dass seine rettende Hand für sie weit schrecklicher war, als 1000 Dämonententakel es jemals hätten sein können. Das endgültige Eingeständnis an ihr grauenvolles Scheitern. Schließlich schnippte Satinav wieder und das Leben ging weiter. Während er sie fortzog, hörte ich sie schreien. »Lass mich«, rief sie, »lass mich, bring mich zurück«, und immer wieder, »ich kann ihn nicht zurücklassen«, und das immer wieder, immer leiser und immer weiter weg. Es dauerte nicht lange und sie war verschwunden. Tja, und damit war es das dann. Ich war wieder genau da, wo ich angefangen hatte. Nur eines war diesmal anders. Diesmal konnte ich mich an etwas erinnern. An eine Prinzessin, die angesichts der unmöglichsten Hindernisse stets weitergekämpft hatte. Es half, dass die Borische Wüste einer der magischsten Orte ist, den diese Welt kennt. Mehrere Astrallinien kreuzen sich hier und ich lag genau dazwischen. Ich wurde mächtiger und mächtiger und ich übte und übte und übte. Nach 400 Jahren gelang es mir, meine Zauber so weit zu verfeinern, dass ich endlich einen Weg fand, meinen Körper dauerhaft zu verändern. Ich verließ die Wüste und machte mich auf den Weg nach Draconia. Ich musste wissen, was nach unserer Trennung mit meiner Prinzessin geschehen war, mit der einzigen Frau, die je bereit gewesen wäre, einem zwielichtigen Zauberstab ihr Leben anzuvertrauen. Kapitel 8. Ja, wir haben Kapitel 7 geschafft, aber es ist... Boah. Satya war in der Gorischen Wüste gescheitert. Breda redet, okay. Sagst du noch was, Breda, oder... Boah, ich... Sie hatte die Maske und sie kannte den Namen des Zeitdschinns. Okay, ich sag nichts mehr, sie redet gerade. Spricht der Träger der Maske den Namen des Dschinns, kann er Vergangenes zurückholen. Doch weckte Satya den Djinn nicht. Warum nicht? Sie war am Boden zerstört. Ha! Es ist alles gar nicht so schwer. Man muss nur die Teile richtig zusammensetzen. Ob Geron schon wach ist? Okay, gut, sie redet wohl immer anscheinend hier weiter, aber... Mir ist kalt. Ich wünschte, jemand schöbe mich näher an das Feuer. Ach, der Geron ist wach, aber er kann nicht kommunizieren mit ihr. Breda! Breda! Ich weiß nun, sie können mich sehen und sie können mich hören, aber es wird ihnen nichts bringen. Ja, unser Geron, der ist ja versteinert worden, genauso wie der Fahi, aber Breda nicht. Vielleicht kann das ja noch irgendwie helfen. Fahi! Fahi! Können die untereinander? Es würde mich nicht überraschen, wenn er mich gerade ebenso anschreit. Ja, die Armen.
Erst verliere ich Nuri, und jetzt bin ich ein Stein. Der Stab hätte mich auch gleich ganz töten können. Nee, der hat ihn ja damit gerettet. Ich komme nicht ran, wie auch. Alles, was ich höre, ist das Knistern des Feuers. Alles, was ich... Wie der Stein über den Skarabäus? So herrscht der Skarabäus über den Stein. Ich verstehe es immer noch nicht. Ja. Ich weiß nun, sie können, aber es wird... Breda! Breda! Das bringt mir nichts. Was haben wir denn? Ah, wir können Dinge immer noch reparieren und zerstören. Das ist ja was. Okay, damit wird sie aufmerksam auf uns. Giron? Giron, kannst du mich hören? Ich glaube, ich habe das Rätsel gelöst. Es ist ein wenig kompliziert. Mit so vielen Einzelteilen, es fehlt nur noch ein einziges. Und wir können die Geschichte endlich vollenden. Anschließend werde ich den Stab bitten, dich zurückzuverwandeln. Versprochen. Kannst du mir vorher noch einen Gefallen tun? Satyas Rubin hat einen Sprung. Du musst ihn reparieren. Kannst du das für mich tun? Ich denke schon, oder? Bitte, Giron. Repariere den Rubin. Ja, okay. Danke. Und nun lass mich etwas ausprobieren. Ich bete zu den Göttern, dass ich mich nicht irre. Phtan, Fasgadan, Esplas, Dekatan, Humurilor, Gras, Ferel, Goran, Hül, Bemutir, Gerul, Felan, Juntir, Katan, Feluntir, Sodan. Oh, und nun? Ah, kriegen wir unsere Fähigkeiten Geron? Wieder. Bist du noch da? Wenn ja, dann solltest du nun den ersten Zauber des Stabes beherrschen. Sehr gut. Gib mir bitte ein Zeichen, dass es geklappt hat. Mach ich. Das hast du gut gemacht, Breda. Gut mitgedacht. Aktivieren, deaktivieren. Was aktivieren wir denn mal? Oh nein. Satyas Zauber. Satyas Zauber. Jawohl. Ich hatte recht. Danke. Danke, Giron. Ach, du fragst dich bestimmt, wo du hier bist. Der Stab hat diesen Ort erschaffen. Eine Mogul-Grabkammer mitten im Andergaster Wald. Ist das nicht beeindruckend? Lass die Maske und komm zu mir. Erst hier. Ich bin bald zurück. Breda! Breda! Mit der schrecklichen Maske und drauf. Und wieder werde ich verlassen. Nuri! Dann auch noch mit dem Ding her drauf. Vision schicken. Wem denn? Fahi vielleicht? Sadias Zauber funktioniert hier nicht. Gott, was können wir denn dann machen? Nicht nach dem, was mit Eure. Ich komme wie auch. Mir ist kalt. Ich wünschte, jemand schöbe mich näher an das Feuer. Okay, ihm ist kalt. Können wir dann irgendwie was machen? Nein, ich lasse es so. Mir ist kalt. Ich will. Was ist jetzt? Will er jetzt mehr Wärme oder? Ist es übrigens, ich komme jetzt erst zu Wort, mega spannend gerade gewesen. Ich bin richtig so, oh, das Finale ist so richtig, steht jetzt an und, ich bin total gespannt halt auf diese ganzen Kehrtwendungen und Satya und ja, ich fand Satya bisher eben doch nicht so böse irgendwie, wie einige von euch dachten. Ich finde sie eigentlich immer noch, ich mag sie eigentlich noch und bin auch froh, dass da jetzt nicht irgendwie bisher was passiert ist, so was das total, wo ich dann hinterher gedacht habe, am Anfang mag ich sie jetzt doch nicht mehr so, sondern dass sie so sich auch getrennt fühlt von dem Stab und dass die beiden so beieinander sein wollen, finde ich total schön. Aber Geron, den wollen wir natürlich auch eigentlich wieder in seiner richtigen Gestalt zurückhaben. Satyas Zauber. Nicht nach dem, was... Etwas sagt mir, dass es Breda nicht weiterbringt, wenn ich den Rubin wieder zerstöre. Im Gegenteil. Hier hat der Stab sie also hingebracht. Der Rauch steigt bis in den Himmel. Ich habe gerade keinen Durst.
Ein Bach? Er muss seine Quelle in den Bergen nördlich von hier haben. Der Magiespeicher aus der Akademie. Ich habe seine Schale zerbrochen. Der Rauch steigt auf. Vielleicht können wir da ja noch mehr irgendwie machen. Mit dem Messer geht ja wohl nichts mehr. Aktivieren geht nur bei magischen Sachen. Ich habe keine Ahnung, was wir machen können. Wozu? Wozu? Unsinn. Die Bäume formen sich zu Stein. Und der Stein zu einem Torbogen. Das erinnert mich an die Grabkammer, von der mir Fahi einst erzählte. Ist das die Inschrift aus Fahis Träumen? Wie kann ein einziger sinnloser Spruch nur so wichtig sein? Ja. Hier hat der Stab sie also hingebracht. Wie der Stein über den Skarabäus, so herrscht der Skarabäus über den Stein. Ich verstehe es immer noch nicht. Alles, was ich höre, ist das Knistern des Feuers. Vielleicht müssen wir das Feuer irgendwie auskriegen, damit er mehr verstehen kann. Sadias Zauber. Aber wie denn? Nein. Das bringt. Er hat ja nur seine seine Zauber. Ich erinnere mich, dort hinten Berge gesehen zu haben. Sind wir so weit im Norden? In der Nähe der Rabenspitze? Anscheinend. Fahi! Fahi! Es würde mich nicht überraschen, wenn er mich... Können wir ihm wirklich nicht irgendwie was schicken? Sadias Zauber... Funktioniert hier nicht. Sadias... Es wirkt nur... Nein, ich lasse... Nein, ich lasse... So leicht zerbricht... Nein, ich... Nicht nach... Nichts passiert... Es wirkt nur auf leicht... Leicht zerbrechliche Dinge. Ist denn hier irgendwas noch, was ich, weiß ich nicht, übersehen habe? Wir können halt nichts hören wegen dem Feuer. Können wir da nichts machen? Irgendwas werden wir ja machen müssen, sonst, ne? Ja. Also probiere ich das jetzt noch eben mal aus. Er hat ja eine Kette, vielleicht können wir die Hand aufnehmen. Ach was. Mir fällt dazu nichts. Nein. Erst verliere ich, der Stab hätte... Irgendwas mit dem Feuer. Mir ist kalt. Ich wünschte, jemand schöbe mich näher. Der Rauch steigt bis in den Himmel. Damit könnte man ein Zeichen setzen, aber wozu? Ich mach mal so, vielleicht habe ich hier irgendwas noch übersehen. Hier hat der Stab sie also hingebracht. Kann ich hier die irgendwie aktivieren? Sadias Zauber. Sadias Zauber. Nein, ich lasse. Es ist un... Sadias Zauber. Sadias... Sadias Zauber. Tja, also das geht auch nicht. Nee, keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Aber macht ja nichts. Bisher habe ich ja doch noch immer den Dreh rausbekommen. Wir sehen, hören uns im nächsten Part. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Denn so langsam steht das Ende ja an. Also ich bin gespannt, wie es denn aussieht. Ich glaube, wir sind kurz davor. Und diese kleinen Schritte, die kriege ich bestimmt auch noch hin. Bis dann.